Der Widerspruch ist die Regel für das Wahre. Was heißt aber Widerspruch? In der Logik spricht man von aussagenlogischen Widersprüchen. Zum Beispiel, es regnet und es regnet nicht. Diese Aussage ist falsch. Es darf nicht sein, dass etwas zugleich ist und nicht ist. Man fordert Widerspruchsfreiheit, wie das bereits Aristoteles mit dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch als oberstem logischen Grundsatz formuliert hat. Nun bewegen wir uns hier scheinbar aber auf einem anderen Terrain als der Logik. Bei Johann Gottlieb Fichte wurde Widerspruch synonym für Antithese verwendet. Gegensätze werden klassifiziert in These, Antithese, Synthese. Bei Hegel ist der Widerspruch die Grundlage des sogenannten dialektischen Denkens. Hier ist der Widerspruch die Kategorie jeglicher Entwicklung, egal ob in einer Diskussion, in der gesellschaftlichen Entwicklung oder in Naturvorgängen. In der wirklichen Welt ist nichts völlig isoliert von anderen, sondern alle Bereiche und Momente stehen in vielfältigen Beziehungen zueinander. Dialektisch begreifendes Denken hat die Aufgabe, die Unterschiede und Gegensätze, aber auch das, was ihre gemeinsame Beziehung ausmacht, gleichermaßen zu denken. Es geht also um das Begreifen des Verhältnisses von Identität und Unterschied. Der Widerspruch ist die Fähigkeit, kritisch, skeptisch zu denken und systematisch die Negation einer Aussage zu bilden und dann zu vergleichen. Dialektik ist eine Methode der Wahrheitssuche. Das bewegende Prinzip, als die Besonderungen des Allgemeinen nicht nur auflösend, sondern auch hervorbringend, heiße ich die Dialektik. Das sagt Hegel 1820 in den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Was besagt das aber? Erstens, es geht hier um einen Begriff. Zweitens, die Dialektik ist das bewegende Prinzip. Und drittens schließlich, der Begriff kann A, das Besondere im Allgemeinen auflösen, sozusagen aufheben, und B, kann der Begriff das Besondere im Allgemeinen erst hervorbringen. Wir haben also den Widerspruch von Allgemeinem und Besonderem. Durch die Dialektik entsteht im Begriff die Einheit von Einzelnem und Allgemeinem, der Einheit der Gegensätze. Ich möchte dies an folgendem Beispiel einmal veranschaulichen. Wir nehmen uns einen Stein. Dieser ist. Alles, was ist, ist mit sich identisch. Der Stein ist ein Stein. Der Gegenstand hat ein Sein, unabhängig von mir und meiner Erkenntnis. Das ist der Gegenstand in seiner ursprünglichen Selbstständigkeit, das einfache Vorhandensein. Zweitens, was mit sich identisch ist, ist von anderen unterschieden. Der Informationsgehalt auf Stufe 1 ist sehr gering. Will das Denken etwas mehr aussagen, muss es etwas anderes, Verschiedenes, hereinbringen. Zum Beispiel, der Stein ist nicht ein Baum oder der Stein ist grau. Der Gegenstand hat also nicht nur ein Unabhängiges an sich, sondern auch eine Erscheinung. Er erscheint mir, er bezieht sich auf mein Bewusstsein. Er ist für mich ein Stein. Dieses für anderes ist die Verneinung, die erste Negation der Stufe 1. Mein Bewusstsein unterscheidet etwas von mir oder von anderem, bleibt aber damit in Beziehung. Drittens, diese Erscheinung wird nochmal verneint, die zweite Negation. Der Gegensatz wird aufgehoben. Stufe 1, unser bloßes Ist und dessen negierter Gegenstand, das für andere auf Stufe 2, werden vom Wissen erfasst und fließen in eine Einheit zusammen. Im Begriff werden beide Komponenten wieder eins. Es entsteht der Begriff Stein, unser Wissen wird bereichert. Der neue Gegenstand ist aber der alte Gegenstand zusammen mit der neuen Erfahrung, die mein Bewusstsein gemacht hat. Der Widerspruch ist die Regel für das Wahre. Mit diesem Satz deutet Hegel an, dass erst in der tiefen Auseinandersetzung mit den Begebenheiten der Sinn für die Bedeutung entsteht. Wenn ich zusehe, wie mein Sohn mühselig aus den Buchstaben erste Wörter zusammensetzt, dann stelle ich fest, dass der Text
nicht unsere Sprache abbildet. Und unsere Sprache bildet nicht die Tatsachen ab. Diese sind phänomenal und entstehen erst in unserer Erfahrung mit dem Leben. Deswegen geht das, was Hegel sagt, über die bloße Philosophie, über die bloße Wissenschaft an der Sprache hinaus und richtet sich auf das Leben als solches. Und insofern begründet er erst die Theorie, die nötig sind, um eine Theorie der Lebenswelt, eine Theorie der Gesamtheit aller Begebenheiten zu entwickeln. Der Widerspruch ist die Regel für das Wahre. Mit der ersten Regung möchte man Hegel unbedingt zustimmen, da Widerspruch, verkürzt gesagt, Bewegung ist, also als Bewegung des Entgegengesetzten gegeneinander, der für den Fortschritt unabdingbar ist als Wechselspiel von Kontinuität und Umkehr. Im doppelten Sinne beinhaltet dieser Satz auch, dass für jede wahre Aussage auch ihre Negation wahr ist, was für uns bedeutet, dass dies ein logisches Gesetz des Denkens ist. Oder ist es vielmehr so, dass das Denken die Voraussetzung von Vernunft ist und die Intuition mit einbezieht? Diese Bewegung des dialektischen Zirkels finden wir überall. In der Politik beispielsweise vertritt jemand eine These. Der Geist setzt etwas als seiend. Dann gibt es Gegner dieser Anschauung, die etwas anderes vertreten. Sie setzen die Antithese, die erste Negation. Wenn nun beide Parteien sich sachlich auseinandersetzen und die jeweils andere Meinung respektieren, bedenken und anerkennen, könnte im besten Fall ein Kompromiss, die Synthese, aus beiden Ansichten entstehen. In dieser zweiten Negation werden die Ansichten bewahrt. Es zeigt sich, dass Fortschritt zumeist nur dort möglich ist, wo es vorher Störfaktoren gegeben hat. Fragen Sie Wissenschaftler im Labor beim Experiment. Wenn in einer Diskussion nur Teilnehmende sitzen, die derselben Meinung sind, entsteht kein Diskurs. Man benötigt einen Reibungspunkt. Hegelsche These hat mich daran erinnert, dass sie die Grundlage des bildnerischen Schaffens ist. Ich bin Maler und Blackpainter und habe in früherer Zeit als Lehrer an der EOS Haldensleben realistisch gearbeitet, expressiv gearbeitet, impressionistisch gearbeitet und bin letztendlich auf eine Malerei, das Blackpainting, gekommen. Wieso ist die Hegelsche These die Grundlage der Bildnerei? Ich mache Ihnen das mal an einem bedeutenderen Maler und bekannteren Maler als mir deutlich. Gerhard Richter ist einer unserer bekanntesten ungegenständlichen Maler,
der in seinen früheren Zeiten alle Stilrichtungen des Malens und des Bildens überhaupt praktiziert hat. Gerhard Richter orakelt seine Bilder und ist nach dieser Arbeit, nach diesem Arbeitsprozess so aufrichtig und so ehrlich, um zu sagen, das stimmt, was ich da gemacht habe, oder es stimmt nicht. Ich weiß von ihm persönlich, dass er große Arbeiten, die wir als Betrachter, als Zuschauer, als Galerie- und Museenbesucher für gut und wichtig und richtig halten würden, dass er solche Arbeiten negiert, übermalt und neu arbeitet, weil sie für ihn nicht stimmen, weil sie nicht wahr sind, weil der Dialog der Auseinandersetzung mit Malerei und dem, was er tun will, nicht ausreichend stattgefunden hat. Diese Aufrichtigkeit, ein Bild zu negieren, weil es nicht wahr ist, weil es den Dialog nicht hatte, weil es den Kampf und die Kraft nicht hatte, diese Wahrheit und dieses Empfinden von Malerei ist nach dem Hegelschen Satz die Wahrheit in der Malerei überhaupt. Und wer mit dieser Wahrheit umgeht und ehrlich zu sich und zu dem Material Bild ist, wird es auch schaffen, dass Betrachter diese Wahrheit und diese Auseinandersetzung im Bild empfinden und auch nachvollziehen können und als Wert von der Malerei ablesen können. Insofern ist Hegel für Malerei, für mich als Maler, für viele andere, ein Leitsatz mit Malerei und überhaupt im Leben mit wahrhaftem Dialog, mit wahrhafter Auseinandersetzung umzugehen. Erreichte ein Beitrag des ehemaligen in Haldensleben wirkenden Lehrers Dr. Klaus Neumann. Er liefert eine Veranschaulichung für einen angewandten dialektischen Weg am Beispiel des Fachkräftemangels in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern in Haldensleben Ende des 19. Jahrhunderts. Die Haldensleber Gymnasien hatten um 1900 erfasst, dass lediglich 3,5% der Abiturienten einen Abschluss als Techniker oder Naturwissenschaftler absolvierten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden allerdings in diesen Bereichen viele Fachkräfte gesucht. Es existierte folglich ein Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage. Ziel war also das Entwickeln einer neuen Stundentafel oder wie man heute sagt, eines Lehrplanes, um die Schulbildung in den Bereichen der naturwissenschaftlichen Fächer zu erweitern. Wir haben eine These, die Erkenntnis in der Realität, zu wenig Fachkräfte. Die Antithese ist der andere Fakt, dass ein Bedarf an Fachkräften jedoch groß ist. Das Ziel, welches dann zur Synthese wird, ist das Anpassen des Lehrplanes, um mehr Fachkräfte zu generieren.
Der Widerspruch konnte durch die Studienräte Höpken und Panke gelöst werden, indem sie eine neue Stundentafel für das entsprechende Reformrealgymnasium entwickelten. Die Quintessenz: Zum Auflösen eines Widerspruches gehört zunächst einmal, dass man ihn anerkennt. Wenn ich Wikipedia glauben kann, steht bei Hegel der Widerspruch für Polarität und das Wahre für das Absolute. Ich glaube also nicht, dass es bei ihm um Dissens ging, weil das wäre Dualität und damit Illusion. Und wer könnte da schon beurteilen, was Fortschritt und was Rückschritt, beziehungsweise was richtig und was falsch ist? Ein Urteil ist immer Dualität und das löst sich auf, sobald begriffen wird, dass alles derselben Quelle entspringt, was schon sehr spirituell ist. Polarität hingegen beschreibt zwei sich bedingende Gegensätze, die ohne einander nicht existent wären und aus denen das Absolute entspringt. Beispiel dafür ist der Plus- und Minuspol, ohne den es kein Strom, kein Magnetfeld, keine Schwingung und eben auch kein Leben geben würde. Hier entspringt das Absolute, also der Polarität. Und das Leben ist für mich das Absolute, weil dem nichts entgegensteht. Und wenn ihr jetzt sagt, Stopp, der Tod, dann stimmt das nicht. Dem Tod steht die Geburt gegenüber, es sind nur zwei Türen, die das Leben durchschreitet. Das Leben ist für mich also die absolute und ewige Wahrheit, die eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf. Dazu vielleicht später mehr. Wir sehen uns. Liebe als dialektische Bewegung. Wir haben zunächst unsere These. Ein einzelnes Ich, das liebt. Seine Persönlichkeit ruhte bislang in sich selbst. Es steht souverän auf eigenen Beinen. Das Ich bejaht sich. Die Antithese. In der Liebe tritt der Liebende aus sich heraus. Er vergisst sich und gibt sich in der totalen Hingabe auf. Die erste Negation, die Verneinung seines ursprünglichen Ich. Es bleibt aber nicht bei dieser Negation. Die Synthese. In der Hingabe an den Geliebten findet der Liebende zu sich selbst. Er erfährt sich neu, er sieht sich im Anderen. Wir sehen uns in dem Anderen und gleichzeitig ist er nicht wir selbst. Oder einfacher, Ich 1 und Ich 2 vereinigen sich in Liebe. Partnerin A ist nicht Partner B. Wir haben die These, die Antithese, unseren Widerspruch. Die gemeinsame Beziehung ist aber die Einheit auf einer höheren Stufe, unsere Synthese. Auch kann man analog die Geburt eines Kindes betrachten. Das Kind als materialisierte Einheit von Mann und Frau. Grundsätzlich ist das Wahre eine Ware, die auf der Basis der Lebenserfahrung für jeden etwas anderes sein kann. Der Widerspruch in sich bestimmt die Regel eines jeden in der heutigen Zeit der medialen Informationsvielfalt. Die Wirklichkeit befindet sich in Bewegung. Die Dialektik ist nicht nur eine theoretische Methode, sondern sie ist eine Bewegung, die wie ein Gesetz alles, was ist, durchzieht. Die Dialektik ist ein Bewegungsgesetz des Lebens. Ganz egal, wie wir zu Hegel stehen, in jedem Fall ist die Wirklichkeit, die Freiheit und die
Würde einer Person zu verteidigen, gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie.